Ja, um euren Anfragen wieder ein bisschen gerecht zu werden. Ja, lange ist schon her. Die Soundchecks sind mal wieder dran. Lange, lange her. Ja, machen wir jetzt mal wieder ein paar. Ganz so viel Zeit habe ich nicht. 24 Stunden sind am Tag ein bisschen wenig zur Zeit. Aber naja, kommen erstmal ein paar und die werden schon ja rausgeschnitten und dann ist das Video nur 2 Sekunden lang. Nee, damit ich nicht so lange reden muss, fangen wir jetzt mal direkt an mit den Soundchecks. Alles klar, dranbleiben. Euer Speaker Schocker. Ja, wie versprochen oder angedroht, Herbert Grönemeyer, Mensch. Und der Mensch heißt Mensch. Wir haben es vergessen. Ich muss auch noch umschalten. Ach komm, machen wir mal manuell. Da muss nicht mal alles der Fernbedienung machen, gell? Da, Mischpult. Keine 16 Uhr hier im Lande, wird schon dunkel draußen. Sehr schlimm. Der Knaller ist, ich weiß aber nicht wo, aber irgendwo, entweder hier oder unten, ist auch noch eine Mücke. Ne? Und mich am Ellbogen die ganze Nacht gestochen, wenn man am Sack gegangen ist, mehr wie sonst was, ey. So, Licht brauche ich. Auch nur noch einer am Start hier. Ah, echt. So, was haben wir denn hier jetzt für ein Liedchen? Ja, mach erstmal dunkel, ja. Und morgens früh, wenn ich dunkel will, dann machst du mir erstmal die volle Helligkeit, ne? Ah, echt eine komische Funzel, ey. Operetten sehen den ganzen Tag nichts zu tun. Nur Zigaretten drehen. Ich bin jetzt eingeliefert worden, Marola zu sehen. Das hier ist so ganz Neues hier. Was gibt's eigentlich noch so Neues? Gibt bestimmt wieder noch was Neues so nach langer Zeit. Was gibt Neues? Viele, ja. Jahresrückblicke gibt es. Gibt da jetzt hier, Gott, was ist das denn, eine Compilation? Hier von, was weiß ich, Bravo Hits Best of, das Best of, das Best of 2014. Ja, es ist ja nicht mehr lange, das Jahr. Wir haben jetzt den 25. November. In einem Monat ist Weihnachten. Da seid ihr alle da mit der Family fett am Spachteln. Ja. Ja, was gab's Neues? Ja, 10 Jahre unterwegs. Rosetta heißt diese ganze Mission. Filet heißt dieses Raumschiff, was da, Raumschiff, Raumsonde, was da auf Kometen gelandet ist. Psuria heißt der. Ja, das ist unglaublich. 1/2 Milliarde Kilometer entfernt. Können Sie da so ein Ding landen? Hier in Berlin auf dem Bahnhof, Flughafen geht das nicht. Ja. 10 Jahre unterwegs, Bahnkunden kennen das. Auf jeden Fall hat das ja, soll das ja erbringen, wo das Wasser bzw. das Leben, wie es auf diese Erde gekommen ist. Denn früher war diese Erde ja sowas von heiß, es gab keine Atmosphäre. Das heißt, wenn Wasser existiert hätte, wäre es verdampft und weg. Dieses Raumsonde Philae sollte das überprüfen. Es ist aber allerdings so, dass die Landung nicht ganz so optimal geklappt hat. Es ist irgendwie so ein bisschen in der Höhle gelandet und da kriegt es ein bisschen wenig Sonnenlicht ab. Darum ist es erstmal jetzt zur Ruhe gelegt worden, damit die Akkus von diesem Roboter sich erstmal aufladen können, weil das ja alles nicht so geplant hat, wie die NASA sich gedacht hat. Das war Anfang November. Was noch am Anfang November kam? Ja, Mara Fans freut es sich. Das Update für Dolby Atmos ist vorhanden, beziehungsweise es ist da. Allerdings nur für die Geräte Yamaha RXA 1040, 2040 und 3040. Die älteren Modelle, wie zum Beispiel mein Yamaha 3030, wird davon nicht betroffen sein. Er wird nie in den Genuss von Dolby Atmos kommen. Der Grund ist einfach, der Soundprozessor ist dazu einfach nicht in der Lage. Trotzdem hat sich bei mir einiges geändert, beziehungsweise es wird sich einiges ändern. Ich werde mir noch einen zweiten, also einen zusätzlichen Surround-Lautsprecher anschaffen, dass ich so auf ein 7.2-System komme. Und was auch Neues gibt, ja, der Subwoofer ist endlich da. Darum steht die ganze Kamera auch ein bisschen schief, weil das Ding ist so schwer, hat so eine Masse, dass der ganze Boden da dahin geht. Ja, und was gibt noch Neues? Ah, dann war es jetzt erstmal so, was mir so stehgreif einfällt, da ich nicht ganz so viel Zeit habe. Machen wir direkt mal hier den nächsten Soundcheck.
Oh, extrem Bass-Tester. Das ist jetzt schlecht, wenn Nachbarstochter am Schlafen ist. Das ist sehr schlecht. Und der neue Subwoofer, der muss eh noch einlaufen. Er ist eh ausgeschaltet. Ah, das ist doof. Ich würde da lieber verschieben. Ich mach hier einfach auf der Liste hier, pass auf, schreibe ich hin. Mach. Nochmal. So. Genau, was auch neu ist, ja, Wort des Jahres 2014. Das ist nicht Wort, sind mehrere Wörter. Läuft bei dir. Das sind die Wörter 2014. Jeder hat ja gedacht, es wird Selfie. Nein, aber es ist tatsächlich, läuft bei dir. Ja, läuft bei dir. Bei mir ja auch. Extrem Bass-Test. Jetzt muss man hier die Fernbedienung. Die ist nie da, wo man sie haben möchte. Ist noch so schlimm wie im Hotelzimmer. Ist die Raumpflegerin da, legt die Fernbedienung auf den Fernseher drauf. Was soll ich denn da, wenn der auf dem Fernseher liegt? Was habe ich denn davon? Vor allem ist ja teilweise hier so ein hoher Bass bei, da brauche ich noch nicht mal einen Subwoofer für. Na, jetzt kommt mal ein bisschen was an. Komm, nimm die nächste Runde hier, komm, zack, zack, rein, raus, Mickey Maus. Was ist das denn hier? Leute draußen. Mann, da wohnt man schon unterm Dach und trotzdem fühlt man sich beobachtet. Das ist doch scheiße. Zu diesem hier wird es natürlich auch noch ein extra angefertigtes Video geben mit, sagen wir mal, besonderem Unboxing. Ja, hier muss noch eine schwarze Dustcap drauf. Allerdings gibt es so große, die ich hierfür brauche, in Deutschland gar nicht. Aus Amerika dauert die Anreise wochenlang und vor allem muss ich ja noch Zoll bezahlen, bis zum geht nicht mehr. Und da habe ich mir gedacht, ich lasse mir da was Eigenes, was anderes einfallen. Ja, es ist... Das Unboxing war was Besonderes und vor allem die Hochschlepperei werde ich so schnell nicht vergessen. Ja, und da steht ja andere Regallautsprecher. Habe ich schon alles da, schon andere Wandhalterung und alles und dies und jenes wird hier sowieso noch alles gemacht, weil das wird alles anders aussehen demnächst. An alles dran gedacht, aber das Wichtigste habe ich natürlich vergessen. Das Kabel. Und natürlich vergessen. Das ist geil. So, vielleicht kriegen wir noch ein, zwei schnelle rein. Na, komm, hau rein. Nicht ewig Zeit. Ist das eine Baywatch? Hat sich ja sagen wir wie Baywatch. Hier mit David Hasselhoff und so, ne? Mit dieser Pamela. Ja. Mal wieder an den Grund. Wie heißt das hier? Das mit diesem Bohrrad angucken. Leuchtet man früher auch mal besser. Da gebe ich schon eine Farbe ab. Ist ja zum Kotzen, ey. Natürlich, ey. Noch Batterien, Briefmarken, keine Garantie. Sonst hätte ich das Ding nicht schon wieder zurückgebracht. Mann, ey. Das Rot sieht aus wie dahin geschissen und rangeschmiert. An der Tapete, guck dir das gar nicht an. Das sieht aus wie... Erstmal abwarten, was ist das? Manga.
gräuliches, da gräulich nicht, aber so ein, ja, ach, ist doch alles scheiße. Da ein bisschen, hey, was ist denn das? Das ist doch kein Blau. Das hier so zu präsentieren. Das Lied ist mir in den Soundchecks geschrieben worden als Kommentar. Jetzt weiß ich auch, warum da kein Link bei war, weil ich finde es hier so einfach nicht. Sehen wir hier so Japanesen? Vielleicht ist das das hier, ich bin mir nicht sicher. Oder das hier, oder das ist. Was war die Ausgangs? Ah, das Ausgangs war Fly. Den Fly, Robin Fly kenne ich. Fly, da ist er, da Wald. Ja. Machen wir jetzt einfach hier. Ene mene Mist, es rappelt in der Kiste, itze ditze Silberspitze, komm. Was ist das denn jetzt hier? Ist das der Mann in den Bergen oder was hier? Gesundheit. Pass auf, dass er nicht vom Weg abkommt. So, ich nehme jetzt den hier und damit er... So. Bin mal gespannt. Vielleicht kann das Lied ja was. Ja, Urlaub muss man ja auch früh buchen, ne? Dann gibt es also satte Rabatte mitnehmen. That's a dangerous combination, which would most likely spark up some dudes to hatin'. I'm most likely to spark up in front of the nation. Destroy what for presidents, a smooth invasion. I can't be lazy, gotta rule with the days, and for me to get on stage in front of you is amazing. I really do appreciate all of my fans, man, love for those who me back up the bed. Get my flow on, get right, no wrong, cause I haven't felt this good in so long. So I said so long before I got high, cause I really don't. Trying to get a motherfucking piece of that pie. Living in West like do or die. Old folks say that's one fool looking guy. I'm just a young dumb fool looking fly with a baby skinny dipping in a pool nearby. I'm just a young dumb fool looking fly with a baby skinny dipping in a pool nearby. So. Wie gesagt, die Zeit, die geht viel zu schnell rum. Yes, sir, it's the brand new edition. Give me a Swiss shirt and that Swiss shirt comes clicking. Muss da noch eingespielt werden, alles. Peter, Griffin, all about my paper. Dunder, Mifflin. You don't always get second chances on that mic fix. So no, I'm not making no mistakes on this mic fix. Ja, ich weiß, das Soundchecks waren jetzt nicht so der super, hyper, happer Knaller. Gibt bessere, weiß ich, aber ihr könnt ja mal den Nachbarn da unten mal so. Ne, jetzt sag ich besser nicht. Ihr könnt ihn verscheuchen, das ist besser. Verscheuchen ist besser. Mit Musik kann ich das schlecht machen, weil da ist er zu hartnäckig für. Naja, am besten einfach warten. Am besten passe ich ab, wenn der arbeiten geht, dass ich da nicht arbeiten gehe. Und dann mache ich dann.
der Nachtschicht hat, dann mache ich Dings nachts Soundchecks oder sowas. Mal gucken, dass man irgendwie in Einklang kommt. Auf jeden Fall bin ich jetzt auch dran beschäftigt, mit dem Subwoofer ein Video zu machen, damit ihr auch seht, worum es da geht. Alles klar? Dann bleiben auf meinem Kanal. Euer Speaker Schocker. Wünsche viel Spaß dabei.